Hallo und herzlich willkommen, hier eine neue Folge BlindTech bei Checo. Ich stelle euch hier zwei Apps vor, die ich nutze. Es handelt sich hierbei um Apps, die es mir und euch natürlich auch ermöglichen, alle Angebote, Inhalte kostenlos zu streamen, auch zum Downloaden, um sie ohne Internetverbindung später anhören zu können. Viel Spaß beim Zuhören, nach dem Intro geht's weiter. Als erstes die ARD Audiothek. Beschreibung: Krimi, Podcast, Comedy, Doku. Die ARD Audiothek bietet beste Audiounterhaltung. Jederzeit das Beste hören, was Sie wollen, wann Sie wollen. Mit der App kommen die Premium-Inhalte aus dem Radioprogramm der ARD und des deutschen Radios direkt auf Ihr Smartphone. Entdecken Sie neue Sendungen aus dem Bereich Hörspiel, Wissen, Dokumentationen oder Comedy und hören Sie, was die Redaktion Ihnen empfiehlt. Die App bietet Ihnen folgende Funktionen: Eine riesige Auswahl an Hörspiel, Krimis, Podcast, Comedy, Doku, Reportagen, Wissen und vieles mehr. Täglich neue Vorschläge unserer Redaktion entdecken. Dark Mode aktivieren für ein dunkles Design. Audio offline nutzen. Livestreams der Radioprogramme abspielen. Sendungen abonnieren. Sendungen nachhören. Eigene Playlisten und Merklisten anlegen. Die Audiothek im Auto nutzen, indem sie ihr Smartphone mit dem Auto verbunden wird. Audio über externe Geräte abspielen. Audios mit Freunden teilen. Die Altersfreigabe dieser App beträgt 0 Jahre. Jetzt zu meiner Bewertung. Die Inhalte, die ich mir bislang angehört habe, fand ich alle einwandfrei. Es gibt hier tolle Angebote, ich mag besonders die Reportagen. Die Programmvielfalt gefällt mir hier sehr gut. Es ist für Jung und Alt das Passende dabei. Die App kann von jedem im Haushalt genutzt werden. Die Menüführung ist gewöhnungsbedürftig und teilweise etwas verwirrend, wie ich finde. Wenn man zum Beispiel eine Podcast-Folge angeschaut hat, dann springt die Wiedergabe nicht automatisch in die nächste Folge. Man muss den nächsten Teil dann umständlich suchen. Es besteht die Möglichkeit, Inhalte herunterzuladen, um diese dann offline zu hören. Im Großen und Ganzen eine empfehlenswerte App. Gerade wegen der Programmvielfalt und der natürlich kostenlosen Nutzung. Klare Empfehlung hier von mir. Die nächste App ist Hörbücher. Die App heißt so. Die Beschreibung: Kein Abo oder Login erforderlich. Die App bietet unbegrenzten Zugriff auf über 1000 kostenlose Hörbücher. Jedes dieser Hörbücher kann entweder über das Internet gestreamt werden oder für die spätere Anwendung kostenlos heruntergeladen werden. Die App enthält Angebote für neue Aufnahmen mit klassischen Bestsellern und vergriffene Schätze. Die App macht es einfach, das Buch zu finden, das du suchst. Die Hörbücher können nach Beliebtheit, Titel, Autor oder Genre gesucht werden. Genauso kann man auch nach Schlagwörtern suchen. Die jeweilige Wiedergabe kann in dieser App auch mit Sleep Timer beendet werden. Des Weiteren kann über eine unbegrenzte Anzahl von Lesezeichen verfügt werden. Favoritenlisten heruntergeladene Bücher erleichtern es, dort weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Achtung, hier ist die Altersfreigabe erst ab 12 Jahren. Jetzt zur Bewertung. Eine kostenlose App mit großer Auswahl. Allerdings größtenteils Klassiker und ältere Bücher. Downloads möglich, um auch offline zu hören. Die App enthält Werbung, aber man kann alle Inhalte kostenlos und ohne Anmeldung wiedergeben. Die Qualität der Vorleser ist durchwachsen, von nicht so gut bis sehr gut. Aber richtig schlecht war bislang noch nicht dabei, zumindest bei den Büchern, die ich mir angehört habe. Diese Hörbücher vertreiben erfolgreich die Zeit. Zu beachten ist in jedem Fall, dass nicht nur ein Leser pro Buch vorliest. Des Öfteren, es sind fast immer mehrere Leser. Einige Dialekte und Akzente finde ich persönlich super und erfrischend, allerdings könnten eben auch diese ziemlich nerven. Das hängt oft auch mit dem jeweiligen Akzent und Buch zusammen. Für diejenigen, die Klassiker lieben, die auch ein paar Abstriche machen können, was die Vorleser teilweise betrifft, würde ich eine klare Empfehlung aussprechen. Was kann man schon falsch machen?
wenn die App oder die Inhalte doch nicht das sind, was man für sich sucht oder für jeden Einzelnen das Richtige ist, dann schmeißt man sie einfach wieder runter. So, das waren jetzt erstmal zwei der Apps, die ich aktuell für Hörbücher und Podcasts und auch Hörspiele nutze. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Es wird noch einen Teil geben, da werde ich noch andere Apps vorstellen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder auch noch eine App gerne mir berichten würdet oder die ich vorstellen soll, die ich mir mal anschauen soll, mache ich gerne. Schreibt mir einfach. Ihr könnt auch an der Homepage direkt mit mir chatten, im Live-Chat. Auch kein Thema, funktioniert alles. Meldet euch, ich freue mich auf euch und viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Dankeschön und bis bald. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt's mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.